wieder am Weg ins Gym. Es ist zwar immer noch einiges an Arbeit zu tun, aber irgendwann muss ich mein Training auch unterbringen, sonst wird das nichts mit dem Wettkampf im Herbst. Und heute bin ich auch ein bisschen, ich mal das aufsehenerregender unterwegs. Ein bisschen bauchfrei und so. Ist ja sonst nicht üblich bei mir, aber ich denke mir, solange meine Schultern verdeckt sind, wird mich keiner irgendwie blöd angehen. Ansonsten schaut es einfach nur gut aus. Ich werde jetzt mal den Fragensticker rauskramen, einen von denen vom Montag, und schauen, was da noch an Fragen sind. Dann werde ich für euch beantworten. Gymwalk Talk. So, was hat Übergewicht mit Fleischkonsum zu tun? Also prinzipiell ist es so, dass tierische Produkte eine höhere Kaloriendichte haben als pflanzliche Produkte. Ich gehe jetzt von den unverarbeiteten aus. Also mit Öl bitte nicht vergleichen. Und eine höhere Kaloriendichte bedeutet auch immer, dass wir davon mehr essen können, ohne dass es im Magen sehr viel Platz wegnimmt und man überisst sich sehr leicht daran. Dazu kommt zusätzlich, dass tierische Produkte immer auch Fett beinhalten, Cholesterin beinhalten, gesättigte Fettsäuren beinhalten. Also generell der Fettgehalt ist höher, was die Kaloriendichte steigert. Und Fett wird vom Körper natürlich anders verstoffwechselt als Kohlenhydrate. Also für alle, die das noch immer nicht wissen, Fett wird in Fettzellen gespeichert und Kohlenhydrate werden im Muskel und in der Leber gespeichert. Kohlenhydrate werden nicht in Fettzellen gespeichert. Die Umwandlung von Kohlenhydraten in Fett kostet den Körper Energie, und zwar 30-40% der eingebrachten Energie von diesem Lebensmittel. Und hingegen Fett kostet dem Körper keine Energie, wenn er das einlagert. Also das geht also tatsächlich from your lips to your hips. Und dieses Sprichwort spricht, was den Fettkonsum angeht, tatsächlich die Wahrheit. Es gibt natürlich auch Ausnahmefälle, wo der Körper wirklich auf die Umwandlung von Kohlenhydraten zu Fetten zurückgreifen muss. Einerseits, wenn die Speicher alle voll sind, das heißt, wenn ihr euch nicht bewegt habt über längere Zeit. Oder wenn der glykämische Index von diesem Lebensmittel, das ihr konsumiert habt, zum Beispiel Zucker, so hoch ist, dass der Körper nicht nachkommt mit der Befüllung der Speicher. Das heißt, aus dem Blut in die Speicher ist zu langsam und er muss gleichzeitig Fett erzeugen, um den Zucker loszuwerden. Also das ist tatsächlich eine Art Panikreaktion des Körpers, die natürlich nicht stattfinden muss, wenn ihr euch an Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index haltet. Lebensmittel, die viele Ballaststoffe enthalten, an unverarbeitete Lebensmittel, ich spreche von Kartoffeln, von Getreide. Ein weiterer Faktor, wo wir dann eben wieder das Thema Fleisch aufgreifen müssen, ist, wenn gleichzeitig Fett in den Blutkreislauf kommt, dann wird natürlich der Zucker auch nicht so gut aufgenommen von der Muskelzelle, als wenn kein Fett im Blut vorhanden wäre. Das bedeutet, wenn ihr Fleisch esst, dann kommt natürlich immer auch einiges an Fett ins Blut dazu. Und je nachdem, was ihr dann dazu esst, ob da vielleicht auch noch Öl dabei ist oder generell, ob das ein fettiger Fisch oder ein fettiges Stück Fleisch ist oder Wurst oder Käse, hat der Körper keine Chance. Das ist einmal der erste Punkt, warum der Konsum von tierischen Produkten eben leichter zu Übergewicht führt, als wenn man keine tierischen Produkte konsumiert. Und der andere Punkt ist natürlich, dass es den pH-Wert im Körper beeinflusst. Das bedeutet, dass die Systeme, also dass dann Systeme wirklich ineffektiver werden. Dazu kommt die hormonelle Belastung, die auch noch einen Einfluss hat, eben die starke Östrogenbelastung, wie wir im letzten Gymwalk Talk gesprochen haben, dass es eben noch zusätzlich dazu kommt und leicht einlagert. Ich denke, damit habe ich diese eine Frage jetzt mal recht nice beantwortet. Ich schaue mal, ob ich noch eine kurze finde, ansonsten bin ich gleich im Top-Gym. Den Punkt Hormone nochmal aufgegriffen. Also generell sind sämtliche Tierprodukte mit Hormonen belastet. Bio kann ein bisschen besser sein, aber ich würde mich da jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, weil es kommt ja trotzdem immer darauf an. Es sind weibliche Tiere. Also hauptsächlich weibliche Tiere, die was immer in die Schlachtung kommen, und da ist es dann egal, ob die mit Hormonen gefüttert werden oder eben nicht, die Hormone sind vorhanden. Genauso mit Milchprodukten, es ist immer ein laktierendes, schwangeres Tier, von dem diese Milch kommt. Das macht ja noch absolut keinen Unterschied, von welchem Tier diese Milch kommt, ja, weil Leute sagen immer, ja, dann steige ich immer auf Ziegenmilch und Schafsmilch. Leute, das ist trotzdem ein schwangeres Tier oder ein laktierendes Tier, die Hormone sind da. Die Frage jetzt nochmal ganz klar zu beantworten, es kann einen Unterschied machen, aber er wird nicht allzu groß sein. Also eine zusätzliche Zufütterung von Hormonen ist natürlich immer schlecht, aber die Hormone sind trotzdem vorhanden. Gut, 20 Minuten heilt hier erledigt. Jetzt schaffe ich es wieder zu atmen kommen und dann mache ich das. So, gut, zu atmen kommen, Buchempfehlungen, klar, habe ich eine Menge auf meinem Blog. Ich schaue euch hier noch einmal den Swipe-Up-Link rein. Es sind ein Haufen guter Bücher.
mit Amazon-Links, also einfach draufklicken und bestellen. Also, ich habe euch ja in einer vorigen Story mal geschrieben, dass ich mich nicht wirklich an Makrovorgaben halten muss, eben weil meine Ernährung schon sehr, sehr ausgewogen ist. Aber die seltensten Leute essen so wie ich. Was heißt das? Eine High-Carb, Low-Fat, Whole-Food, Plant-Based, vegane Ernährung, ja? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ja? High-Carb, Low-Fat, Whole-Food, Plant-Based, vegan. Und das bedeutet, ich esse zero tierische Produkte, ich esse keine verarbeiteten Produkte, auch keine leicht verarbeiteten Produkte, mit der einzigen Ausnahme von Proteinpulver. Und da ich, solange ich noch genügend Körperfett an meinem Körper besitze, mich auf Low-Fat ernähre, also keine Nüsse und Samen in meine Ernährung integriere, kommen bei den Makros auch immer ungefähr das Gleiche raus. Also das heißt, ganz unabhängig von den Mengen, die ich esse, und ich esse aber sehr, sehr große Mengen, um auf meine Kalorien zu kommen, komme ich immer auf etwa 10% Fett, 20-30% Protein und der Rest sind Kohlenhydrate. Ganz wichtig bei solchen Prozentangaben sind aber auch, wie viele Kalorien ihr esst. Also wenn ihr sehr, sehr wenige Kalorien esst, dann bekommt ihr allgemein sehr, sehr wenige Nährstoffe bei dieser Art von Ernährung. Und deswegen esse ich eigentlich immer sehr viel. Und dass ich so viel essen kann, liegt aber auch nur daran, dass ich mich genauso ernähre. Wenn ich mich mit tierischen Produkten oder verarbeiteten Lebensmitteln vollstopfen würde, dann werde ich wahrscheinlich auch so bei 1800 oder niedriger in einer Diät. Ja gut Leute, das war es einmal für jetzt. Ich bin fertig mit meinem Cardio. Ich befürchte, ich komme heute nicht mehr zu mehr. Morgen hoffentlich. Und ich entschuldige mich, falls ich nicht alle eure Fragen beantworten kann. Es sind immer relativ viele. Und die Fragensticker lassen sich nicht so weit zurückverfolgen. Aber ich hau euch einfach hier einen neuen Fragensticker rein. Und ihr könnt mich hier wieder eure Fragen stellen.